Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen, Pokémon Legenden von Arceus, Folge Nummer 2. Folge Nummer 2. Und ja, Samstagmorgen, ganz entspannte Nummer. Ich habe gestern noch ein bisschen Forschung betrieben, nur, ne? Kein Progress, klar, wollen wir nur einen Stream machen. Aber so ein bisschen Forschungsgedöns gemacht. Einfach nur, um schon mal ein bisschen da zu leveln, den Rang zu kriegen, die Sterne zu kriegen. Und die eine Sache, wo ich ja gestern gesagt habe, ne, das könnte noch echt ein Minuspunkt sein. Wir hatten ja Quests, die gesagt haben, vervollständige den Pokédex für Pokémon XY. Das war Staralili bei der einen Dame. Und da dachte ich erstmal, okay, alles klar, vervollständigen heißt alles machen. Ist es zum Glück nicht. Wir müssen das nur auf Level 10 bekommen, was bedeutet, ich weiß nicht genau, wie dieses Punktesystem funktioniert. Auf jeden Fall bedeutet das scheinbar so die Hälfte zu machen, dann hast du es komplett. Ist also auch machbar. So, ne? Das heißt also, man muss nicht von jedem Vieh 25 fangen. Hier habe ich es dann ein bisschen übertrieben. Das wollte ich, habe ich ja gestern noch einen Stream gemacht. Da wollte ich es ja voll machen. Ja, aber das heißt, man muss nicht von jedem Vieh 25 fangen. Man kann auch die Viecher nur bekämpfen oder Attacken von denen sehen und und. Also alles doch entspannter, als ich erst dachte. Also alle Dudes soweit. Dann eine Sache, ne? Die gute Alephine spielt natürlich auch Pokémon. Tammy weint gerade. Tammy, was ist los? Willst du herkommen? Ich hab Preise angepasst, gerade noch gesagt, für die Redeems, ne? Also Cat Snacks. Alles gut, Sammy. Ja, wir haben den Wasserhahn ausgemacht. Er sitzt dann gern so in der Spüle oder neben der Spüle und spielt dann so mit Wasser, aber das geht halt auf Dauer nicht. Man kann ja nicht das Wasser endlos laufen lassen. Nee, und deswegen ist er jetzt traurig. Er hat ein sehr schweres Leben, müsst ihr wissen. Wenn das Wasser zum Spielen nicht mehr läuft. Ganz schwierig. Ganz schwierig. Nee, also doch entspannter als zunächst angenommen. Wir können auch mal nicht in die Tasche gehen. Obwohl doch so halb. Ne, gestern, wie gesagt, noch ein bisschen Forschung betrieben, noch eins der Pokémon gefangen. Aber kein Progress. Und eine Mission halt interessenhalber beendet. Wollen wir mal ganz kurz gucken hier, ne? War hier diese Level 2, ein niedliches Staralili, die halt wirklich sagte, beende die Forschung oder schließe den Pokédex für dieses Pokémon ab und dann komm vorbei. Ich dachte, sag mal, 25 Staralilis fangen, 20 besiegen, what the fuck. Moin, sowas, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Bisschen Overkill. Nee, aber es geht. Es geht. Es war alles halb so wild, alles machbar. Das mit dem Wasser, ja, es ist, ich meine, es ist lustig, wenn er da planschen will und Spaß hat, ne? Aber man kann halt nicht, du kannst ja nicht permanent Wasser laufen lassen. Das geht halt irgendwie nicht, ne? Kannst du so nicht machen. So, nach Nummer. Offene Mission zuerst, genau. Nee, und ja, muss er jetzt damit leben? Preise, wie gesagt, angepasst. Sowas auch gerne mal reingucken, ne? Ich habe jetzt, die Redeems kosten jetzt meistens 100. Also die Sound-Redeems, die anderen Redeems mit Used State Equipment und so habe ich auch mal auf 500 gesetzt. Die sind halt limitiert. Das ist noch so der Raum, den ich mir da gebe, dass das nicht gespammt wird. Ne? Also wenn er sagt zum Beispiel, ey, jetzt nimmst du nur diese Pokémon bei dem nächsten Bossfight oder so. Solche Geschichten kann man ja jetzt hier dafür anwenden. Alephine möchte tauschen. Wir können das machen, Schatz. Wir können das machen. Mau. Ja. Streichel kurz Sammy und dann. Oh, warte anders. Und so rast erstmal wie Asthma. Finde ich gut. Morgensport, finde ich gut. Finde ich gut. Ich level mein anderes Kleinstein. Ja, zu Georock. Mach das. Sammy, legst du dich hin? So süß. Ja. Oh. Leck am Auge. Ja? Oh, er ist kuschelig. Warte mal. Ja, er hatte immer so seine kuscheligen Phasen, wo er dann ankommt und sich an einem reibt und knetet, zu einem legt. Ja, und jetzt wird sich, ich töte dich, ich beiße dich. Natürlich nur. Einfach nichts machen und dann ist er wieder gut. Er beißt ja nicht wirklich rein. Ja. Ich weiß.
Den Goldnugget, stimmt. Alefina hatte gestern schon. Alefina hat richtig Glück gehabt. Sie hat zwei Shinies gesehen, eins davon leider nur gefangen. Ja, aber eins davon war einfach ein Kleinstein. Shiny Kleinstein. Wie geil ist das denn, bitteschön? Und, aber so wissen wir jetzt, die laufen wild durch die Gegend. Die laufen wild durch die Gegend, die Shinies. Das heißt, wir halten Ausschau. Wenn ihr was seht und ich übersehe es, schreit irgendwelche Redeems in den Chat. Irgendwas, dass ich aufmerksam drauf werde. Dass wir da zusammen Shiny snacken können. So, und jetzt. Genau, wir hatten gestern getauscht. Ich habe quasi jetzt noch einen Simsala fürs Team. So, wir gehen mal rein. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, zu tauschen hier untereinander, zu entwickeln. Na gut, das Gerock ist jetzt hier Spezialangriff runter, Spezialverteidigung hoch. Man sieht, dass dann aber auch schon shiny sind und es gibt ein Pling-Geräusch. Okay, da versuchen wir drauf zu achten. Oh, und ich sollte mal umschalten wieder. So schnell, wie man spielen will, ist es auch wieder zu Ende. Der Morgensport? Fühle ich aber, fühle ich. Spezialangriff runter, Spezialverteidigung hoch. Nee, eigentlich müssen wir Angriff hoch, ne? Bei dem Vieh. Spezialangriff runter, Angriff hoch. Haben wir ein anderes Kleinstein? Ich meine, wir können es doch erstmal jetzt starke Pokémon sammeln, so ist ja nicht. Verteidigung runter, nee. Da Verteidigung runter, Initiative hoch. Auch nicht. Ich meine, warte mal, vielleicht lassen wir auch einfach. Vielleicht nehmen wir das auch einfach. Ich sag mal jetzt. Das Beste vom Besten rausholen ist ja sowieso ein bisschen Overkill. Chemie-Schmuse. Ja. Ja, der ist dann immer. Ah, ich beiß dich. Nein, tue ich nicht. Eigentlich. Kabel nicht. Eine Schnute, die er mal zieht. Ja. Jo. Nee, wahrscheinlich nehme ich einfach das Georock. Weil ich mein Spezialangriff ist halt das, was es nicht braucht. Und dann Spezialverteidigung appen. Auch wenn es ein geringer Wert ist, warum nicht? Warum nicht ein bisschen mehr rausholen? Wasserattacken und sowas sind ja meistens special. Also Wasserattacken, Pflanzenattacken. Alles, was uns wehtut, ne, Sammy? Ja? Wehtut. Was zum Greifen, ne? Ey, Freundchen, ich hab. Ja. Wieder Catcam. Bändchen sind immer toll für Katzen. Bändchen sind immer toll. Joa. Fashion ist weg. Ah, Minus Angriff ist nicht gut, Alefina. Minus Angriff ist nicht gut. Achso, und auch an die Zuschauer, ne? Falls ihr eine Switch habt, falls ihr tauschen wollt, auch tauschen. Ganz klar. Ganz klar. Ja, möchtest du da noch eins sammeln? Weil ich glaube, Geowatz ist ein starkes Pokémon, so generell. Da würde ich sagen, kann man investen. Bei Georock. Also, Georock hilft schon viel, ist uns ja aufgefallen, aber dann Geowatz? Das ist ein Powerhouse. Kann tanken. Und solange einem jetzt hier kein Scharnierer oder so über den Weg läuft, ist das, glaube ich, erstmal eine richtig schöne Nummer. So. Nee, ansonsten teamtechnisch, also wir haben ja unser Soras, ja, unser Sichlorm war am Start. Achso, hier den Kollegen hatte ich gestern noch einen Stream entwickelt. Arboretos, für den wir immer noch keinen Namen haben. Ne, wenn ihr das habt, Name der Pokémon habe ich auch auf 1000 runtergesetzt. Einfach nur, damit das auch ein bisschen bezahlbarer ist. Das noch mehr. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall so starke Pokémon, wo ich mich sehe, dass ich die öfters benutze, sind halt Soras, Sichlor. Dann später Geowatz, Simsala und unser Starter natürlich. Das heißt, wenn ihr euch da quasi verewigen wollt hier in dem Spiel, sehr gerne. Udi hatten wir ja quasi randomized, dass wir jetzt nichts sehen. Das war das Catchen, ist halt leider das Wampel geworden. Was keiner cute ist, aber Papinella ist jetzt nicht so stark. Das ist nicht so, dass ich sagen würde, das müssen wir machen, das ist gut. Jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. So, und dann muss ich jetzt mal überlegen, wie wir vorangehen, ne? Weil man muss auch planen. Hab mal gestern schon gesagt, ne, mit diesen Sternen, mit diesem Leveling-System, beziehungsweise mit diesem
Ja, ab wann dir, bis wann welche Pokémon gehorchen? Jetzt bis Level 30. Ja, jetzt bis Level 30. Und die nächste Forschung, ich habe jetzt nichts zu berichten. Forschung fortsetzen. Ich sehe jetzt leider mein Forschungslevel nicht, aber wir müssen einiges machen, damit wir von 30 bis 40 quasi Pokémon trainieren können. Deswegen würde ich jetzt fast sagen. Deswegen habe ich auch diese random Pokémon dabei. Hier Kadabra nochmal, Pantimos, Gedankengut. Bei Pantimos, Zubat. Wir nehmen die jetzt einfach mal so mit und gucken mal, dass wir mit denen ein bisschen questen. Dass wir mit denen ein bisschen questen. Hier, Zipurze möchte ja ein Questgeber, ein NPC möchte ja Zipurze den Dex voll gemacht haben. Voll gemacht, ne? Wissen wir jetzt, dass es nicht voll voll heißt, sondern. Oh, Bamelin müssen wir noch fangen. Machen wir das als erstes. Dass es nicht voll voll heißt, sondern halt Level 10 erreichen, also so die Hälfte machen an Aufgaben. Ansonsten ist eine Bilizza finden. Kleinstein können wir auch schon abgeben. Ja, Barmelin müssen wir halt ein großes finden. Dem Typen hier mit den Amarena-Bären. Warte mal, das können wir zuerst machen. Geben wir die erstmal ab und dann gucken wir mal. Staravia, warte mal, wir kämpfen mal jetzt mit Pantimimi ein bisschen. Können wir mal gleich gucken bei der Gelegenheit, was muss Pantimimi so alles leisten. Exemplare nur Mimikry benutzen im Prinzip. Und entwickeln, wenn es geht. Alrighty. Nahrung füttern, das können wir nur bei Wilden machen. Das heißt, wir gucken jetzt nochmal auf unser Pokémon. Kann es denn überhaupt Mimikry? Wo waren denn die Attacken? Hier. Es kann überhaupt nicht Mimikry. Ja gut. Das heißt, höchstens entwickeln. Wenn es soweit ist. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Wenn wir ein, zwei Kämpfe haben, dann wichtig, Ressourcen natürlich immer mitnehmen. Oh, na gut, das waren Sinebären. Sinebären brauchen wir jetzt nicht mehr so hart, ne? Vor allem die Aprikokos brauchen wir zum Fangen der Pokémon. Genau, und dann, oh, da ist so ein Zipurze. Warte mal. Das fangen wir direkt. Roll. Nee, es hat uns nicht gesehen. Sneaky, sneaky. Schöner Wurf, schöner Wurf. Lebt. Klar bleibt der drin. So, hier bauen wir ab. Genau, und dann jetzt schön entspannt Pokémon-Stream am Samstagmorgen. Was kann es denn eigentlich Besseres geben? Da sind noch Staralili. Gut, die brauchen wir nicht mehr. Da ist aber wieder so ein Zirpurzel. Nee, wir gehen sofort, wir rollen sofort ins Gras hinein. Ah, schön von hinten, ne? Gibt die Bonuspunkte. Oder Bonuserfolgschance beim Fangen. Der geht. Wow, und ich sag's noch. Und ich sag es noch. Wahnsinn. Oh, der war schön. Du bleibst aber drin, oder? So, bei Pantimimi ist der Levelaufstieg möglich. Oder ist der Levelaufstieg gerade passiert, aber die Entwicklung ist noch nicht möglich? Das wollte ich eigentlich sagen. Ja, und die geben wir natürlich drei Amarena-Bären. Oh, ein Trick verrät er uns. Wirfst du eine Beere in die Nähe eines Pokémon, kann sie seine Aufmerksamkeit erregen. Okay, das ist absolut kein guter Tipp gewesen, Bruder. Aber gut, 15 Bälle für drei Amarena-Bären ist alright, I guess. Oh, das ist ein wütendes Kleinstein. Also so ein Elite-Kleinstein. Warte mal, Leute. Das könnte natürlich. Moment. Wir werfen mal eine Sinelbeere. Surprise. Falls er nicht drin bleibt, direkt Kampf. Nein, er bleibt drin. 23er Kleinstein. Schweres Exemplar gefangen. Okay, cool. Naja.
So kann es gehen, Leute. Kann ja natürlich dann gleich gucken, ob das auch, wenn man kleinen Schnapp, das nicht auch irgendwie stark ist von den Werten her. Zubat, Windstoß. Gut, das hilft hier nicht. Bei Tageslicht gefangen. Zubat bei Tageslicht? So, in der Höhle vielleicht. Ja, Pantimimi. Pantimos ist neu. Einsatz von Mimikry. Einer Knallkugel erschreckt. Ach du Scheiße. Also die eher schwierig. Einsatz von Konfusion bei Enton. Nee, wir fangen mal weiter die Zirpurzel. Ach, wobei, so ein Kleinstein nehmen wir mit, wenn es so von hinten geht. Da haben wir vielleicht eins für alle Fiene mit besseren Stats. Im besten Fall. Im besten Fall. So. Okay, dann gehen wir jetzt Barmelin fangen, würde ich sagen. Machen wir jetzt. Gehen wir mal rüber, so zu diesem Wasserareal, in dem wir es schon gesehen hatten. Okay, der hat uns gesehen, der oder? Ah, da hinten ist noch ein Support. Okay, wir kämpfen mal. Go! Einfach nur, damit es nicht wegrennt. Ist wachsam. Okay, I guess. Ja, so viel dazu. Lief nicht. Oh, aber da vorne Barmelin. Oh, und hier ist Holz. Perfekt. Ne, drei Holz werden an uns brauchen wir für eine Quest. Ich glaube, das war das dritte. Jetzt hier Barmelin. Ja, da müssen wir ein großes, wie gesagt, fangen. Über 0,8 Meter. Ja. Okay, er will kämpfen. Fine by me. Fine by me. Sie will kämpfen. Oh, Wasserdüse. Die Mimi leidet. Holy shit. Mach mal eine Hypnose. Wird schläfrig. Es wird schläfrig. Okay, wir schmeißen einfach mal einen Pokéball. Level 10 könnte gut gehen. Sehr schön. Genau, die Wache sagte, über 0,8 Meter muss das Vieh groß sein. Da müssen wir jetzt natürlich, ich glaube, das können wir hier schlecht checken. Das müssen wir, wenn dann, in der Pokébank uns mal angucken. Wenn wir wieder zurück sind. Also ich würde eine Handvoll Barmelinen jetzt einfach mitnehmen. In der Hoffnung, dass ein großes dabei ist. So, und dann, genau hier, Bojelin. Ich glaube, das hatten wir gestern auch zusammen gesehen. Ich weiß jetzt nicht, welches Level das war. Es könnte Level 40 gewesen sein. Ich würde mal versuchen, das zu fangen. Wenn es nicht geht, mal im Kampf gegenüberstellen hier. So, wir werfen wieder eine Beere. Das war richtig bad. Ich habe jetzt den schweren Ball geworfen, weil der eine höhere Fangchance hat. Ah, scheiße. Weil der eine höhere Fangchance hat. Aber der fliegt so scheiße. So wenig. 31, okay. Nur schau, okay. Pantimimi ist down. Wir versuchen es mal. Wenn nicht, hauen wir rechtzeitig ab. Antimos kann nämlich noch Hypnose. Warte mal, was kann Golbat? Auch Hypnose. Oh, die leiden halt alle unter Knirscher, ne? Das ist ein bisschen unbelohnt. Die leiden alle unter Knirscher. Aber wir können das Beste versuchen. Wir machen eine schnelle Hypnose. In der Hoffnung, dass 70% reichen. Attacke verfehlt. Fuck! Doppelschlag. Konzentrierte Kampfhaltung. Okay. Okay, wir gehen zuerst durch. Ah, ne, danach kriegen wir ab. Kriegen wir jetzt ab. So war das. Wird schläfrig. Knirscher, Pantimos One-Shot. Safe, ja. Aber das ist fine, I guess. So, wir werden jetzt noch.
Wieso läuft der direkt wieder? Weil wir die schwere Attacke gemacht haben? Oh, das ist doch Mist. Okay, warte mal. Ja, das bedeutet jetzt im Prinzip, wir sind... Gefickt. Golbert. Ja, Items. Wir nehmen mal einen Superball. Nein, Superball. Oder kämpfen wir erst? Machen wir noch eine Attacke? Wir machen noch einen üblen Biss. Ja, why not? Vielleicht flincht er auch. Geringe Chance, aber... Trotzer. Ah, er boostet seinen Angriff. Scheiße. Kadabra. Nee, nicht fliehen. Superball. Hoffen, hoffen. Scheiße. 31, kaum geschwächt. Er ist schläfrig. Ich weiß gar nicht, wie das mit Schlaf hier funktioniert in dem Spiel. Weil irgendwie wird wütend. Ich glaube, wir gehen. Komm, Kadabra, wir gehen. Okay. Genau, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das... Muss man vielleicht zwei Hypnosen treffen? Deswegen hat es einfach so eine hohe Erfolgs- oder Trefferchance. Wir werden jetzt einfach nochmal einen Superball aus der Deckung herauswerfen. Indem wir... Nana-Beere geworfen haben. Hast du Bock, Bruder? Hast du Bock? Jetzt so von hinten? Zack! Crit. Alright. Nein, wir kommen hier nicht hoch, oder? Nein! Bitte, bitte, bitte! Nein, nein, nein! Mach nicht diesen! Mach diesen. Und sowas hat er geschrieben. Oh Gott, sind wir sicher? Warte mal, wir gehen mal. Bevor wir hier K.O. gehen. So. Sowas hat er geschrieben. Er hat gerade eine Idee für einen üblen Plot-Twist. Du bringst der Pokémon für das Dorf von der Organisation, genau, Team Galactic, die in späteren Generationen böse sind. Und am Ende nutzen sie die für Krieg und du musst sie aufhalten. Das kann gut sein. Wir fangen jetzt die ganzen Pokémon und später, dann Generationen später, werden sie, oder vielleicht in dem Spiel noch, aber ansonsten Generationen später wird es für üble Dinge verwendet. Das kann wirklich sein. Es würde mich nicht wundern, ja. Und das wäre ein nicer Plot-Twist, weil es würde Sinn machen, einfach mal. Würde ich behaupten. Würde ich behaupten. Okay. Wir gehen mal zurück. Wir gehen mal zurück. Wir werden mal Forschungspunkte hier... Ja, 5 Pokémon gefangen. Bisschen Geld, Forschungspunkte, snacken. Ach, die mögen die Pilze vor allem. Und Kleinsteine mögen es, mit einem Edelstein gefüttert zu werden? Das macht Sinn, das sind Steine. 140 Punkte noch fürs nächste Level. Okay. Forschung fortsetzen. Die snacken wir noch. Sache ist nämlich, bei einem Abschluss, also wenn du Forschungslevel 10 erreichst, gibt es nochmal 100 Bonuspunkte obendrauf. Jetzt kann ich sagen, hab's gecallt. Einsatz von Steinhagel gesehen. Georok mit Attacken vom Typ Kampf besiegen. Müssten wir Georok finden. Oder wir benutzen unser Georok und machen Steinhagel. Warte mal, wir gucken erst. So, wir legen Pantimimi ab. Brauchen wir nicht. Das hier war das übelst mäde Kleinstein. Oh, neutrales Wesen. Hat im Spezialangriff schon 3? P3? Jetzt nicht die Natur, die ich gerne hätte. Nämlich irgendwie nur eine neutrale. Aber an sich schon mal geboostet hier die Stats. Ja. Nur halt Angriff nicht. It's not bad, I guess, aber... Minus Spezialangriff.
Spezialverteidigung. Alephine, wenn du möchtest, kannst du dieses Kleinstein haben. Also musst nicht, das aber. So, wir werden mal mit Georock einen Steinhagel machen. Machen wir mal. Nee, warte mal, Staravia nehmen wir, bewegen wir. Brauchen wir nicht so. Timos. Oh, was ist eigentlich, wenn ich die hier kurz ablege und dann wieder zurücknehme? Dann ist es wieder geheilt. Okay. Nee, aber legen wir ab. Golbat auch. Shiny Zubat wäre nice. Ne, hatte ich gestern schon gesagt, Shiny X-Bot. Ein absolut cooles Pokémon. So, seht ihr Bericht. Wir wollten ja gucken, wie groß die sind. 0,71, leider zu klein. 0,76, wir brauchen ein großes Bamelin. Nicht groß. Also müssen wir echt von denen noch welche fangen. Machollo? Nee, 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 lassen wir mal. Shiny Drifloon wäre auch nice. Generell Shinies. Ich hätte gern Shinies. So. Okay, wir machen mal mit Georock jetzt noch genau 6-mal Steinhagel. 6-mal Steinhagel. Aber nicht bei Bidoof, die haben wir fertig erforscht. Oh, Shinox können wir, glaube ich, noch, oder? Ne, weil man muss immer. Ne, Shinox haben wir auch schon. Gepurze, Zubat, Golbat. Wird ja auch langsam Nacht, ne? Bei Nacht kommt die Zubat ja besonders gerne raus. Okay, das heißt, wir müssen die jetzt noch mit Steinhagel malträtieren. So leid es mir wieder tut, das ist auch echt so ein bisschen Pokémon-Quälerei, was man hier betreibt. Warum fliehst du? Du mieses. Oh, noch ein Zipurze. Von der Seite treffe. Haben wir es überrascht? Nee, es flieht wahrscheinlich direkt. Nee, 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 nee. Es wird den Steinhagel kassieren. Kinda bad. Kinda bad. Oh, trifft doch ne Bock. Konfusion. Ah, das interessiert Georock nicht. So, dann gehen wir hier weiter. In der Hoffnung, Zipurze zu finden, genau. Zu finden und zu besiegen. Mit einem Steinhagel. Bitte, nicht abhauen. Scheiße. Ja, ich muss die wirklich von hinten treffen, anders geht das gar nicht. Oder wenn sie so stehen, fangen wir sie einfach. Ich versuche das Beste draus zu machen. Ist wachsam, ist für dich wahrscheinlich. Ja. Na gut. Es soll halt nicht so sein. Es soll halt nicht so sein. Bei Burmi können wir mal ganz kurz Eisenabwehr machen. Wir besiegen es gleich. Aber erstmal die Eisenabwehr, damit Burmi ein paar Attacken macht. Weil ich glaube, ein oder zwei Attacken müssen wir nur sehen von Burmi. Für die Forschung. Ne? Und, guess why not? Dann machen wir mal von. Machen wir mal jetzt hier Tempo-Attacken einfach. Ist vielleicht auch was bei Georock? Ich habe das jetzt nicht genau drin. Eine machen wir noch. Oh, und dann muss ich gleich erstmal das Internet wieder anstellen. Das hatte ich gestern ausgemacht. Dass die gute Alephine ja noch auf der Couch saßen. Einfach nur so ein bisschen. Oder so ein bisschen nebenbei. Aber jetzt, wo es in der Ladestation ist, kann man ja wieder schön mit Internet anzocken.
Es zieht Akku, muss man sagen. Ne? Wenn du da WLAN anhast die ganze Zeit, hält die Switch nicht so lange durch. Und sowas fragt, wurden die Shiny-Farben eigentlich gezielt gewählt oder zufällig? Weil manche passen echt gut, manche fühlen sich random an. Ich glaube, das war bis zu einem Punkt auf einer Farbskala das genaue Gegenteil. Da gibt es YouTube-Videos drüber, die erklären das ziemlich genau. Ich glaube, gerade am Anfang in den ersten Generationen war das noch so. Pokémon ist hier im Farbspektrum, damals auch wenig Farben auf dem Gameboy. Und die Shinies sind halt dann auf der genau entgegengesetzten Seite. Und ich glaube, später haben sie das dann gemacht, haben sie dann irgendwann angefangen, Shiny-Farben, die auch besser aussehen, die vielleicht besser zusammenpassen auch. Oder einfach cool aussehen. Musst du mal gucken auf YouTube, mal so ein bisschen googeln. Wurde gut erklärt, ich habe das leider schon nicht mehr so drin, vor Ewigkeiten mir mal angeschaut. Also so ganz random war es, glaube ich, nie. Es war immer mit einem Plan dahinter. Ob der so gut war, mal dahingestellt. Ne? Gerade in den ersten Generationen war das ja meistens dann Knallpink oder Knallgrün. Als Kontrast zu den Farben, die halt sonst häufig verwendet worden sind bei den Pokémon. So, und jetzt gucken wir mal. Und ja. Gibt coole Shinies, aber auch sehr viele schwierige. Cyana zum Beispiel ist irgendwie neongrün und absolut hässlich. Absolut hässlich. Das muss man sagen. So. Und dann gibt es sowas wie Glurak, was einfach schwarz ist. Amazing. Naja. Ach, guck mal, wir müssen gar keine Attacken machen, also keine besonderen Attacken. Einfach nur Steinhagel und vielleicht noch aus dem Kristallstein Erok springen sehen. Ja, Fluff, überall der Katzenfluff. So. Ja, wir werden mal gucken, dass wir noch ein paar Barmelinen fangen. Mit 30. Theoretisch gehorcht uns jetzt Georok nicht mehr. Theoretisch, ne? Weil wir können nur bis Level 30. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das verhält. Ja, er macht Steinhagel ganz normal. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Oh, zu stürmen, richtig. Ja, da frage ich mich jetzt auch. Also, Wetter wird auf jeden Fall Spawns beeinflussen. Und die eine Frage, die ich mir dazu noch stelle, ist, ob es nicht so wie in Pokémon Go ist, dass vielleicht je nach Wetter bestimmte Elemente oder Pokémon geboostet werden. Weil das finde ich an sich ist ein ganz cooles Feature eigentlich. Wenn es ein Wetter ist, was dem Pokémon zugute kommt, muss es ja eine stärkere Variante sein. Oh, Hypnose. Oh, scheiße. Ah, es wird schläfrig. Ich weiß jetzt nicht mehr. Könnte sein, dass die Steinhagel jetzt reichen? Klare besiegt. Wir gucken mal ganz kurz. Ja, können wir abgeben. Super. Das heißt, Gero können wir jetzt auch austauschen. Ist angeschlagen, der Gute. Hinten des Marmelin. Ah. Wasted. Ich weiß nicht, ich schmeiße dann immer noch einen Ball, obwohl das Ausrufezeichen kommt und das ja eigentlich gar keinen Sinn mehr macht. Ah, nice. Ach, seht ihr, ich hätte das smarter machen können. Warte mal, Pokémon, die wir. Ja, genau. Nur halb smart. 0,71, genau. Ich hätte ein bisschen mehr Platz lassen können, um dann noch mehr Barmelin zu fangen und sie gleich zu checken. Und jetzt frage ich mich, weil ja nicht nur Regen, sondern auch so Windeffekte sind. Jetzt nicht irgendwas Besonderes passiert. Ich habe Hoffnung, ich weiß. Okay, hier haben wir es nicht rüber geschafft. Geht's auch nirgendwo rüber, ne? Nee.
Ja, gut. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier wieder so zahlreich am Start seid, ihr Lieben. Freut mich wirklich sehr. So früh am Morgen, noch halb schläfrig. Und, ja, da auch mal die Frage an der Stelle, was haltet ihr bisher von dem Pokémon-Spiel? Egal, ob ihr jetzt große Pokémon-Fans seid, kleine Pokémon-Fans, ob ihr viel gespielt habt, wenig. Was ist euer Eindruck so? Das würde mich interessieren. Gern mal raushauen. Wenn dafür schon so früh morgen die Kraft ist. Kann ich natürlich verstehen, wenn man im Bett chillt, der Fernseher läuft. Alles cool. Nee, warte mal, wir fangen das direkt, oder? Ja, wir fangen das direkt. Ah, Level-Ups, Entwicklung möglich. Ach, machen wir vielleicht mal bei Zeporzo direkt. Wir brauchen es ja sowieso nicht entwickeln. Wird vielleicht nochmal als neuer Fang, wenn ich mich recht entsinne. So, Ross war schon fleißig, hat den Tag mit Einkaufen begonnen. Finde ich gut, finde ich gut. Das ist, ja. Warte mal, das war auch nicht gut. 0,67. Müssen wir halt eigentlich auch noch machen. Mal gucken wir mal. Wir zocken erstmal, wir spielen erstmal, wir gucken wie lange. Ja, ein Päuschen später. Ein paar Stündchen einkaufen, was essen, dies, das, wie es so ist, ne? Und dann nochmal streamen. Ach komm. Na gucken. Ja, von den Pokémon noch direkt den Bericht angucken. Irgendwie wäre noch praktisch. Aber leider, leider, leider. Oh, sexy. Ich muss sagen, dass es einige Sachen gibt, die ich mir seit Jahren ein Pokémon hier gewünscht habe. Auch wenn ich da zur Minderheit gehöre. Ja. Also jetzt. Achso, ja, einige Sachen hat. Ja, also bisher, es macht auch Spaß, ne? Der einzig wirklich große Negativpunkt, den ich habe, ist, dass es halt aussieht wie Arsch. Das ist so... Die Switch kann mehr. Die Switch hat mehr. Kann mehr. So. Gestern im Handheld-Modus dachte ich mir, okay, es sieht okayisch aus. Ne? Es fällt nicht so ins Gewicht, wenn man so auf diesem kleinen Screen spielt. Aber das kann halt eigentlich nicht deren Intention sein. So, da sagen, okay, warte, auf dem kleinen Screen sieht es okay aus. Okay. Und dann auf dem großen sieht es aus wie ein Arsch mit zwei Beinen. Ne? Oder fügt hier Phrase ein, wie auch immer ihr wollt. Das kann halt nicht deren Intention sein. So, weil Breath of the Wild sah sowohl auf Handheld als auch auf dem großen Bildschirm einfach nur genial aus. Muss man einfach so sagen. Da geht noch was. Das will ich meinen. Und Alephina hat einen Elite Zubat besiegt. Man hat es nicht gesehen, dass es Elite ist. Stimmt. Die geschlossenen Augen, ja. Ja, Shiny Bidoof, ne? Wenn wir Shiny Bidoof finden, Leute, das muss ins Team. Das nennen wir dann Gott. So, noch mehr Pokémon. Ja, wir werden ja auch für die Pokémon bezahlt, ne? Also ich glaube, Soras Theorie ist gar nicht so weit hergeholt, so. Über mich als Pokémon-Meister-Catcher sammeln sie die Viecher und dann... Später gibt's Krieg. Später gibt es Krieg. So, neu registrierte, zack. 200 neu vervollständigte Einträge. Und ein Level-Up. Arceus war gestern. Wir gehen mal zurück ins Dorf.
Hätten wir auch eigentlich ihm gleich sagen können. Naja. Oder was sagen können, hätten wir gleich über den Professor triggern können. Naja. Absolut. Ja, und dann würde ich mal sagen. Warte mal kurz. So, da bin ich wieder. So, wir holen uns unseren Stern ab. Lass mich dein Pokédex sehen. Ja, haben wir vor. Ja, haben wir fortgetrieben, haben wir vorangetrieben. Ich kenne deinen Frosch an. Neuer Rang. Fuck. Deswegen gibt es auch 10 Ränge, dass du dann bis Level 100 trainieren kannst. Das ist so wie Orden, basically. Also das sind quasi die Orden. Ich kann jetzt Superbilder einsetzen. Ab sofort werden die Pokémon bis Level 40 im Kampf leuchten. Dem fällt die Belohnung für deine Forschungsberichte nun größer aus. Mehr Cash. Und eine Anleitung kriegen wir. Anleitung für Superbälle. Ja. Weiter vervollständigen. So, dann gucken wir mal wegen Nebenquests. Hauptquests würde ich jetzt noch lassen. Guck mal, Spielgefährte Drifflon. Anscheinend haben einige Leute im Dorf einen Drifflon mit einem Kind spielen sehen. Oh, no, 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 no. Richtig. Hintergrund von Drifflon wird gesagt, das ist ein Geisterflug-Pokémon. Von Drifflon wird gesagt, dass es Kinder entführt und wahrscheinlich deren Seele frisst oder die Kinder generell frisst. Ziemlich dark, ich weiß, für Pokémon, aber es ist Pokémon hat sehr gute Seiten. Ja, also Drifflon zum Kinderentführer. Da haben wir jetzt also eine Quest dazu. Wahrscheinlich sind nicht alle Drifflon böse, aber weiß ich nicht. So, Zubats Augen. Cosima vom Sicherheitstrupp hat uns Hilfe gebeten. Ich glaube, es geht um Zubat. Dann machen wir noch ein bisschen Side-Questing und Nebenquesting. Später, heute später, gucken wir mal. Aber erstmal ein bisschen Level looten. Auch vom Training her, weil ansonsten ja, kann ich meine Pokémon nicht mehr benutzen. Richtig. Ist ein bisschen schade. Oh, neben Mission, seltenes Ponita. Ja, gewartet, ein seltenes Ponita gesehen zu haben. Bitte finde mehr heraus. Eine weitere Mission. Hier ist Feuerriegel. Oh, wir könnten theoretisch Taschen-Upgrades uns noch holen. 8000. Ah, ne, obwohl, warte mal, wir müssen ja einen neuen Talisman kaufen. Ne, nachdem wir unseren so. Naja, so glanzlos verloren haben. Es war schrecklich. Es war schrecklich. So, Fundsachenforum, das können wir auch mal nochmal hier. Und das irgendwie triggern in Verbindung. Machen nochmal aus und nochmal an. Ja, laut Pokédex ist die Welt eigentlich super gefährlich. Ich meine, es macht auch Sinn, dass sie super gefährlich ist. Ich meine, alleine Arcani, ja? Allein Arcani. Es ist ein. Wolfshund, der, weiß ich nicht, 2 Meter groß wird und Feuersäulen speien kann. Ja, der ist gefährlich, würde ich behaupten, Bruder. Das ist, halt, er kann halt einfach eine ganze Stadt in Flammen setzen, wenn er Bock hat. Wir können gleich Gerock tauschen, sagt Alephine. Das finde ich sehr nice. 300 von diesen Punkten haben wir. Die sammeln wir natürlich erstmal weiter. Finde ich gut, finde ich gut. Unser Gerock haben wir dabei. Können wir tauschen. Können wir tauschen. Sehr gerne. Reise ins Dorf. Okay, na, wir sind hier. Wir kaufen uns einen Talisman. Widerstandskraft. 3000. Let's fucking go. Dass wir einen Hit mehr tanken können.
denke ich. Hast du noch einen Wunsch? Kann man weniger Items, kann man das stacken? Okay, wir können mehr. Okay, wir können Talismane scheinbar stacken. Ja. Ja. Finde ich gut. Ja. Aber Kinder mit 10 fortschicken. So, jetzt. Jetzt sammeln wir alle Pokémon. Los. Hier ist ein gefährliches Tier. Ist ja nur eine Starter-Variante, ne? Aber. Hier, mach mal. Nimm mal. Hab wichtige Dinge zu tun. Stör mich nicht. Und komm erst wieder, wenn du sie alle hast. okay, Talisman kann man stacken, das ist gut, weil dann haben wir jetzt den einen Opferungstalisman, dass wir keine Items verlieren, falls wir doch mal down gehen. Und einen, der dafür sorgt, dass wir weniger Hits bekommen. Oder einen Hit mehr tanken können. Oh, mit Schuh draus. So, Alephine, ich gehe mal hier rein beim Tauschen. Ich muss kurz noch ihre Forschung abgeben, na, ist okay. Wir geben schon mal das hochsichere Passwort ein, lokaler Modus, 8x die 1. Und dann warten wir kurz auf die gute Alephine. Und falls jemand da draußen, ne, mit mir tauschen möchte, einfach Bescheid geben. Einfach Bescheid geben, das können wir dann zusammen machen. Das ist kein Problem. Wenn man irgendwas hat, so ein bisschen hinterher. Denn ich glaube, das gibt Bonus-Erfahrung. Zählt quasi als neues gefangenes Pokémon. So macht es den Anschein zumindest. Ist ja also nicht schlecht. Eigentlich. Eigentlich ja gar nicht so. In der Zeit gucken wir noch mal ganz kurz bei den Belohnungen rein. Ne? Denkt dran, Leute, während ihr zuschaut, fleißig immer auf die Kiste drückt, chattet, sammelt ihr die schicken goldenen Cyphex Coins, mit denen ihr Redeems aktivieren könnt. So, ich habe die kurzen Sounds auf 100 Punkte gesetzt, die mittellangen auf 250 und die langen auf 500. Ist bisher noch keine Restriction drin, wie oft wir sie benutzen können. Oder wie oft ihr sie triggern könnt. Wenn absehbar ist, dass es irgendwie in die Hose geht, weil gespammt wird, dann müssen wir das natürlich machen. Aber ansonsten jetzt bezahlbarer. Ebenfalls bezahlbar ist jetzt das Oh No You Don't. Bei dem ihr mir, ne, aktiviert ihr und sagt mir, du darfst jetzt Item XY nicht mehr benutzen. Oder Pokémon XY jetzt hier, ne, in dem Fall nicht mehr benutzen. Die Cat Snack Time limitiert auf 2. Das Oh No You Don't, glaube ich, auch auf 2. Ne, auf 1 pro Stream. Können wir vielleicht mal auf 2. Catsnack Time auch auf 500 runter. Use that equipment ebenfalls auf 500. Wenn ihr sagt, hier bei Pokémon, du nimmst jetzt diese zwei Pokémon, um den Boss zu besiegen. Oder nur dieses Pokémon. Weil nur dieses muss man gucken, ob das Sinn macht, ob ich dann überhaupt eine Chance habe oder nicht. Aber ja, alles ein bisschen runtergeschraubt, sodass man es auch gut aktivieren kann. Ja, Name that Pokémon immer noch bei 1000 oder von 1500 auf 1000 runter, weil so viele haben wir ja nicht, die es permanent ins Team schaffen, so richtig. Oder die zumindest in der Auswahl sind. Ne? Also nur 6 Pokémon, darauf wird es nicht hinauslaufen. Alleine schon, wenn man dann absehen kann, okay, der Boss, das und das Element. Oder jetzt gehe ich auf die Jagd von den Pokémon, brauche ich ja das im Team. Also wir werden schon mehr als 6 Pokémon immer mal benutzen, denke ich. Aber ja, das auf jeden Fall jetzt auf 1000. Die Uno Reverse Card erstmal ausgestellt für diese invertierten Controls. Das ist mal lustig jetzt bei Pokémon, weiß ich nicht. Ist jetzt eher so ein Dark Souls, mal für 2 Minuten Inverted Controls mal so richtig vor die Wand gefahren werden. Ist, glaube ich, sinniger. Und dann muss man auch gucken, wie man da die Punkte anpasst. Ob das auch auf ein Tausender geht oder weniger. Naja. Raid-Anführer habe ich jetzt auch auf 2,5 runtergesetzt von 5000. Dass das bezahlbarer ist, sage ich mal. Dass es immer noch was ist, da muss man drauf sparen. Ne? Da muss man ein paar Streams gucken. Laut Streamlabs, laut Twitch, wenn man normal guckt, kriegt man 220 Punkte pro Stunde, die man guckt. Da sind, glaube ich, nicht die Kisten, auf die man klickt, eingerechnet. Und wenn man Subscriber ist, man natürlich auch mehr, gibt es noch Multiplayer. Mach mal, ist lokal, genau, ist lokal. Mit 8x die 1. Soll ich nochmal neu machen, Alephine? Ich mach nochmal neu. Lokal und dann machen wir nochmal die 1.
So weit weg sind wir ja eigentlich nicht, ne? Also Alephine, wie gesagt, sitzt hinter mir, hinter dieser schicken Holzwand. Ansonsten machen wir einen Online-Tausch. Da werden jetzt auch nicht so die Leute, glaube ich, am Start sein. Genau, aber ja, also ne, kurz zu den Punkten: 220 pro Stunde, wenn man nur zuschaut, normal. Multiplier eingerechnet, Kiste eingerechnet, also. Wartet man mal eine Woche, wohl eher so 2 Wochen für den Raid. Nicht einschätzen. Weil mit Multiplayer und Kiste sammeln. Schwierig. Verbindung zum Spielpartner wurde unterbrochen. Okay, dann lass uns mal eine Online-Verbindung machen. Ja. Dann machen wir mal nicht eins durchgehend, weil das vielleicht zu einfach ist. Dann machen wir, siehst du ja hier, 693, 693, 69. Irgendwie was anderes. Okay. Was neu? Oh, 96. 963, Ja. 963. Das ist auch was, was mich regelmäßig abfuckt, dass das bei Numpad und ich glaube dem Telefon immer invertiert ist. Also, ne, bei der einen, beim Numpad von oben nach unten, 963, beim anderen von unten nach oben. Hab ich öfters diesen Fehler. Habe ich öfters diesen Fehler. Bauspartner wurde gefunden. Müsst ihr mal darauf achten, falls euch das nicht aufgefallen ist. Wenn ihr so ein Telefon habt. Georock. Oh, Alephina will mir ein Shiny Georock tauschen. Das ist ja lieb. Ein Tausch natürlich zurück. Aber ja, so kommen wir mal in den Genuss von Shiny Georock und der Entwicklung dann auch. Die Entwicklungs-Cutscene finde ich immer noch, das ist immer noch eine sehr schöne Sache, muss man sagen. Oh, sogar mit einem schweren Ball gefangen. Richtig gut um Georock. Machen wir. Genau, entwickeln wir kurz und dann tauschen wir zurück. Ja, ich finde den Glück eigentlich ganz cool gemacht. Neue Attacken stehen dann bereit, Alephine. Weißt du Bescheid, musst du gleich mal gucken. Ah, Shiny Geowatz ist schon cool. Danke für alles. Willkommen zurück, Geowatz. Schade, dass du nicht schlank bist. Aber das ist egal. Stark. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Tausch wird beendet. Oder? So, Moment. Oh.
Ja, Sammy guckt immer, wenn ich weggehe. Und dann mir dann gleich hinterher, ne? Dann leg dich hin. Alle fielen es nicht für den Streamer auf. Nee, nee. Hat sie ja wiederbekommen. Hat sie ja wiederbekommen. So fies bin ich auch nicht. Aber die Einträge habe ich. Und alle Fiene, abonniert erstmal. Lieben Dank, meine Gute. Lieben, lieben Dank. Auch das neue Animation, leider nicht ohne schwarzen Hintergrund. Lieben Dank, meine Gute. Lieben, lieben Dank. Leg dich hin, Süße. Leg dich hin. Ja. Ja. Entscheiden die aber Abo. Ein Genießer ist er, ein Genießer ist er. Gleich weiter, erstmal Sammy streicheln, bis er keinen Bock mehr hat. Gleich an, willst du auch gestreichelt werden? Nein, Mini guckt nur. Was nun? Hat mein Schoß? Na los. Na los. Dann leg dich hin, Süßer, wir machen weiter. Aber nicht am Mikro so schuppern, das hören die Leute. Ist ganz kuschelig und knetet erstmal. Ja, schmeiß dich hin. Schmeiß dich hin. Aber ich kann dich jetzt nicht die ganze Zeit streicheln. Nee. Das geht nicht. Ja. Was hast du alles zu erzählen, Süßer? Und mich voll zu sabbern. Ja, aber Kabel nicht fressen, du. Hier ist ein Stift, auf dem kannst du rumknabbern. Ja, Kabel raus. So, okay, ihr Lieben. Jetzt geht's weiter. Ja, als nächsten Tagesordnungspunkt würde ich sagen, wir stellen dieses Püppchen her. Aber die Kabel in Ruhe lassen, Freundchen. Hey, sauer. So, und jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was der Plan war. Anleitung. Er verkauft auch Anleitung? Arznei. Superarznei. Honigköder, Reisköder, Offensivvitamine. Defensivvitamine? Ja, Bruder, wieso sagst du mir das jetzt erst? Vitamine. Und Sammy geht. Na gut. Ja, und die kosten richtig. Ja gut, wir haben uns die Amulette gekauft, ne? Wir machen mal. Wir lassen das mal. Und wir gucken mal ins Questlog, was es genau jetzt mit diesem Püppchen auf sich hatte, was wir da craften sollten. Hier. Zeige sie Taras. Wer ist Taras? Du bist Taras. Aber Kumpel, wir haben dir doch. Haben wir das nicht im Inventar? Oh, wir haben das nicht im Inventar, das liegt in der Bank. Warum auch immer. Okay, my bad, my bad. Wusste ich nicht.
Wusste ich nicht, dass wir das direkt in die Bank legen. Mal rüber. Tasche verschieben. Und Pokebälle in der Tasche. Oh, bei der Gelegenheit ganz ehrlich, Tasche sortieren. Lagerkiste sortieren. Und alles erstmal rüber, was wir nicht brauchen. Pokebälle können wir gleich noch craften. Lehmball. Auf ein Pokémon schwerfälliger. Okay, schwerfälliger. Also dasselbe wie eine löchrige Aprikoko. Na gut. Na gut. Das kann bleiben. So. Ach, da fällt mir hier die Händler. Tolle Ware. Ich glaube, die hier. Nee, der Typ hat was davon gesagt, dass er am nächsten Tag ein neues Schleichspray-Set. Ah ja. Heute wieder ein neues Angebot. 2000 für Schleichspray. Hallo there. Hallo sowas. So wieder am PC. Sehr schön. Ja, das Hello there muss natürlich kommen. Sehr schön. Hallo, mein Lieber. Schleichspray-Set holen wir uns mal. Dieses Item bewirkt, dass du für kürzere Zeit geräuschlos läufst und seltener von wilden Pokémon bemerkt wirst. Also, nicht wie in... Oh, mir wird wieder ein Sammy gereicht. Na, wie ist die rumgereicht? Denn die Alephine mir so gegeben. Willst du Scheiße bauen? Machst du zu Minifee? Immer schön lieb sein, Süßer. Oh, Catsnack-Time. Okay. Catsnack-Time. Ja, dann. Machen wir mal so. Nein. Bleib hier. Hier, mein Süßer. Legen wir dir hier hin. Mal gucken. Next. Ja, schön kauen. Mini, du bekommst auch eins? Ja, bei Mini muss man die Snacks immer eigentlich quer durch den Raum werfen. Weil wenn man ihr die so hinlegt, ist sie mir erstmal, will ich das überhaupt? Weiß ich nicht. Und dann kommt Sammy meistens und frisst sie weg. Wenn man es aber wegwirft, ist sie so, ja geil, muss ich jagen, muss ich erlegen. Mini, gibt's auch noch eins? Und dann frisst sie sofort. So drei Stück. Einen noch? Einen machen wir noch. Ja. War gut. Ich hoffe, du hast hier nicht zugeschlungen, dass du jetzt hier nicht gleich um die Wette kotzt. Ja, darfst du dich beim lieben Soras bedanken, dass sie die Coins ausgegeben hat, du. Ja, die schmecken immer. Getan. Na, Geflügel. Geflügel ohne Getreide, ohne Zucker. Ganz wichtig. So. Genau, das Schutzspray wirkt hier ja anders als im normalen Pokémon, ne? Im normalen Pokémon sorgt es dafür, du wirst einfach von Pokémon nicht mehr behelligt. Sind jetzt auch ein bisschen günstiger. Genau. Ja, jetzt, das macht mehr Sinn als 2,5. Das war punktetechnisch. Nee, bleib mal oben, Süßer. Weil Tastatur laufen ist nicht, okay? Hier. In Spielen, ne? Ja. Leider oft so, wenn er spielen will, dass dann die gute Mini leidet, weil er dann Mini angeht. Und Mini ist leider nicht so spielfreudig wie Sammy. Okay. Warte mal. Okay, Mini hat auch Bock. Wirklich einfach nur so Bändchen, ne? Das braucht nicht viel für eine Katze.
Mini, bist du da gerade wild drauf, ja? Sammy weg. Oh ja, das ist perfekt. Mini zieht's nach unten und Sammy wird's zurückziehen. Okay, die Süßen sind bespaßt und wir machen mal weiter. So, genau, der Schutz im normalen Spiel sorgt es ja dafür, dass Pokémon gar nicht mehr, also dass du kein Pokémon mehr encounterst. Hier, praktischer. Glatten Rundungen. Ach ja, wir haben ihm die Puppe gegeben. Nee, ganz kurz noch. Hier praktischer, weil wenn wir nicht erkannt werden, können wir uns an Pokémon besser ransneaken. Gerade wenn wir ein Shiny oder so sehen, werden wir das benutzen, um es besser zu fangen. So, Tara ist jetzt völlig energisch, weil wir ihm diese schicke kleine Puppe gegeben haben. Herrlich, diese glatten Rundungen. Ich sehe gleich, wie liebevoll du das Holz bearbeitet hast. Und diese knalligen Farben. Solch eine Farbpracht kann nur von einem wahren Künstler hervorgebracht werden. Potzblitz, sie scheint zudem perfekt ausbalanciert zu sein. Einfach beeindruckend. Für einen Moment könnte man meinen, sie würde umfallen. Doch nix da, sie steht wie eine Eins. Da muss er sich erstmal beruhigen. Danke für dieses Erlebnis. Oh, er will mir eine von seinen Pokémon Kokeshi geben. Und was genau machen wir jetzt damit? Kann verkauft werden. Das ist dreist, wenn wir sie ihm gleich verkaufen. Wie bringen die denn eigentlich? 1000! Ja, Bruder. Geben wir eine fürs gute Ge Wir verkaufen ihm unsere. Wir heben seine mal auf. Fürs gute Gewissen machen wir das. Achso, und sowas. Streamcap gibt's für Katzenfüttern. Ich glaube, zwei insgesamt für den ganzen Stream. Da mal Snacks. So, legen wir rüber. Schutz nehmen wir immer mit. Hinter seiner was finden. So, und jetzt zurück ans Questboard. Missionsliste. So, das große Barmelin. Ja, wir haben Barmelin, aber nichts, was genug ist. Kleinstein. Wir könnten Kleinstein abgeben. Das war da hinten. Ja, haben wir auch jetzt genug gefangen. Kein Problem, jetzt ohne Schmerz da eins abzugeben. Genau, nebenbei natürlich immer den Blick schweifen lassen. Ein Bidiza fehlt noch, ne? Dran denken, Leute, ein Bidiza fehlt noch. Das muss noch gemacht werden. Oh, hallo, Dank. Ich würde dir einen Kleinstein überlassen. Und zwar das Level 7. Bitte. Dass das Gemüse nicht überkocht, Alter. So wird Kleinstein missbraucht. Es tut mir auch leid, Bro. Ey, ich hoffe, du kriegst gut zu essen. Das Mindeste. Pokémon Abuse of the Highest Order. Ne, wobei, es geht noch schlimmer. Bestimmt noch schlimmer. So. Ja, ansonsten, ne, Blick schweifen lassen, alles checken. Bidiza. Wir hatten da oben eins in der Ecke, wir hatten hier eins hinterm Haus. Es muss eigentlich eher so in dem Areal sein. Eigentlich, aber. Naja, ihr seht ja. Her, noch nicht. Doch, wir haben es gefunden. Okay, nice. Gerade wenn man davon spricht, ne? Ich hatte kein Bidiza dabei. Scheiße. Wenn ich. Ja, richtig, ich muss ein Bidiza dabei haben. Fuck. Okay, ich hoffe mal, dass es am selben Spot respawnt. Richtig. Ich habe halt nicht daran gedacht. Nicht dran gedacht. Richtiger Pro-Move. Stimmt aber, richtiger Pro-Move. Ach, da fällt mir ein. Waren.
Achso, wegen des Auftrags, was haben wir denn bei ihr? Achso, Hippo. Nee, Hippo. Nee, haben wir nicht. Da fällt mir ein. Warte mal, müssen wir mal ganz kurz hier reingehen. Klamotten. Klamotten müssen wir noch gucken. Oh, wir haben die Puppe jetzt hier stehen. Gut. Fuchsmaske. Weil wir so früh gekauft haben, hatte uns. Oh, extravagantes Oberteil Fukano. Ja, nice. Ja, das würde ich. Das nehme ich. Das nehme ich. Ja. Oh, so sehen wir doch gut aus hier. Ja, ein bisschen Fashion, ne? Fashion hier integriert in dem Spiel. Weil wir jetzt unser Gesicht und die Gesichtsausdrücke nicht mehr sehen. Das ist ganz große. Wenn wieder was Komisches passiert. Na, vielleicht ist es in den Cutscenes ja ausgeschaltet. Kopfbekleid. Nee, hat man. Vielleicht ist die Maske ja aus. Lassen wir uns überraschen. So, ihr Lieben, jetzt gehen wir wieder in unser Questbuch auf Nebenmission. Ja, und dann erfahre über das Anliegen von Kimbra vom Sicherheitstrupp. Da drüben. Okay. Gehen wir also einmal flink rüber. So, ne, hier ist eins unter sich los. Wahrscheinlich sowas. Hätte jetzt auch schon wieder die Augen offen nach dem verdammten Bidizer. Bisschen peinlich, du. Na gut. Das Anliegen. Du wirst dich um die Angelegenheit mit dem Drifflon kümmern? Hab vielen Dank. Wir haben gehört, dass bei Sonnenuntergang am Strand des Aufbruchs ein Drifflon mit einem Kind aus dem Dorf gespielt hat. Mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, dass Kinder mit Pokémon spielen. Was ist, wenn sie angegriffen werden? Finde heraus, ob am Strand des Aufbruchs abends ein Drifflon mit einem Kind spielt. Ja, ne? Also wie gesagt, Drifflon entführen ja die Kinder eigentlich. Das heißt, wir warten jetzt bis abends. Und dann gehen wir da mal gucken. Das könnte natürlich unschön sein. Könnte natürlich sehr unschön sein. Aber vielleicht ist es auch, oder wahrscheinlich ist es auch nur so eine Friede, Freude, Eierkuchen-Nummer. Oh, das Bidizer ist wieder da. Pokémon swappen. Da drüben. Jetzt ist natürlich peinlich, dass ich jetzt keins dabei hatte. Das ist Mist. Ich hab Pokémon, ja bitte. Vielleicht hier kommt. Level 40 gehorchen uns die Pokémon. Iowatz. Werden wir mal gucken. Warte mal, wir haben jetzt hier 30, würde ich jetzt sagen, wir trainieren jetzt unsere Mains bis 30. Kadabra ist kein Main. Jetzt nehmen wir hier ein Bidizer mit. Viel Erfolg, vielen Dank. So, dann gehen wir mal gucken. Bidizer, go! Bidi Bidi. Eigentlich übelst die Trickery, die wir hier anwenden. Auf jeden Fall, damit haben wir alle diese drei Sträuche gefangen. Draußen vom Dorf freilassen. Bevor du sie freilässt, nehme ich sie lieber mit zu mir in den Bautrupp. Was? Aber beim Bauchdruck haben sie mit ihren Zähnen doch den größten Schaden angerichtet. Ja, aber so sind Pokémon nun mal. Woher sollen sie denn die Regeln unseres Dorfes kennen? Außerdem zeugt ihre Vorliebe für das Holz unserer Gebäude von gutem Geschmack. Sie werden allerdings einfach nicht einfach nur hier bleiben, sondern auch für uns, sondern uns auch bei der Arbeit helfen. Durch ihr wiederholtes Eindringen ins Dorf haben sie jede Menge Ausdauer bewiesen. Zudem mit ihren robusten Zähnen, für die weder Holz noch Stein ein Hindernis darstellt, macht sie das perfekt für den Bauchdruck. Ja. Das wollte ich hören. Na gut.
Ja, Pokémon und Mensch, die können Hand in Hand arbeiten. Sonderbonbon, praktisch. Gerade dann für höher levelige Angelegenheiten. So, jetzt wollten wir aber. Nee, warte mal. Achso, ja, richtig. Wir wollten warten bis zum Abend. Und dann an den Strand gehen. Actionrolle. Einmal warten. Bis zum Abend. So, Pokémon geheilt. Draußen ist es Abend. Und gucken wir mal, was es damit auf sich hat. Ich gehe ja. Das wird hier nicht so duster sein. Das wird schon Friede, Freude, Eierkuchen. Das wird alles gut gehen, Leute. Also keine Panik. Ich glaube, Horror-Stories wird es hier nicht geben. Hoffe ich zumindest. Wäre cool. Hallo, du da vom Forschungstrupp. Ich würde gerne nach Hause gehen, aber Driflon lässt mich nicht los. Aha. Driflon lässt dich nicht los. Bitte hilf mir. Nimm meine Hand und zieh ganz doll dran, ja? Kein Problem. Zieh! Loon. Und Driflon so. Dammit. Wieder kein Menschenkind zum Fressen. Ist kein böses Pokémon. Ja, weiß ich nicht. Takeo, mach's gut, Takeo. Oh, ah. Ich glaube, das ist die letzte Pokémon-Geisterseele für dieses Dorf hier. Ja, alle Geisterseelen in dem Gebiet eingesammelt. Wait, can we drown here? Nee. Ja, also wir erstatten erstmal Bericht. Hier war das. Reisen muss jetzt. Erstatten erstmal Bericht. Und dann mal. Oh, nachdenklich. Besorgt die Frau. Ich rechne der Annahme, dass du mehr über die Sache mit Driftland herausgefunden hast. Bin ganz Ohr. Also, das ist schon evil. Okay, hat das vor uns geheim gehalten. Schuft. Ja, lieber mal eine Wache, Sternstaub. Ich meine, vielleicht muss man das Driftland noch nur fangen und ihm einen Pokéball geben, weil wenn es dann Scheiße baut, dann nimmst du Pokéball und machst so, nee, komm, hier wieder rein. Rig off. Und dann ist gut, weißt du. Naja, naja. So. Dann das chillige Nebenmission machen geht weiter. Hier schon so viele, Alter. Das ist Wahnsinn. Noch im ersten Dorf, wobei ich nicht weiß. Na doch. Diamant, der Diamantclan wird noch eine Stadt haben. Der Perlclan wird noch eine Stadt haben. Denke ich, hoffe ich, glaube ich. Dorf, Stadt, das ist natürlich übertrieben. Ja, Barmelin. Hier können wir noch was abholen. Der Dorfbewohner, genau, den vollständigen Zipurza-Eintrag. Haben wir das eigentlich so? Warte mal, Zipurza. Ja, haben wir. Okay, perfekt. Können wir auch machen. Machen wir gleich. Warte mal, hier wollte ich hin. Menüführung, ihr wisst, wie es ist. Manchmal bei einem neuen Game, ne? Ja, schon mal gut gehen. Sortierung ändern. Genauso. Dorfbewohner. No chill die. Da drüben. Nee, hä? Ach, die war draußen? Die hat draußen gewartet. Okay, Oh, schade, dass man nicht mehr Quests gleichzeitig anwählen kann. Also, wir müssen die nämlich erstmal hier abholen. Was Cosima zu sagen hat. Dann draußen die Nummer mit dem Zirpurze. Fahre mehr über das Anliegen des Dorfbewohners. Sammle die Geisterlicher. Ja, freak off, Alter. 107 Geisterlicher fangen. Geisterlichter fangen. Für dreimal Doppelrettich. Und ein Pokémon. Bescheid, ey.
Shirin bittet dich darum, eine Zutat für ihre Medizin. Intrup. Mir ist da drüben. Muss doch, noch mal kurz ins HQ hinein und uns ein, zwei Quests abholen. Alter Mann, das ist was. Einen wunderschönen. Hallo, ich bin Cosima vom Sicherheitstrupp. Wenn du einen Zubat fängst, würdest du es mir bitte zeigen? Ja, das ist kein Problem. Haben wir dabei. More or less. Oh, wir haben auch nur eins, ne? Schränk. Ja, eins haben wir dabei. Ein Team. Wo sind denn seine Augen? Es hat überhaupt keine. Ja, Echolocation. Eine geheime Technik. Und jetzt zu tun, damit mir die Nachtwache leichter fällt. Freunde dich mit ihm an. Was? Mit einem Pokémon anfreunden? Dass ich da nicht drauf gekommen bin. Kannst es gleich behalten, ist okay. Offensivvitamine. Hätte ich Zubat als Gehilfe. Ja, du kannst es für mich gleich haben. Das ist nicht, was ich brauche. Nein, aber. Alright. Alright, I guess. So, jetzt nochmal. Es ist immer ein Hin und Her. Ihr wisst, also, das ist vor der Tür. Zeige Cassius Kinoso vollen Eintrag. Na ja, gut, wir haben Kinoso nicht mal gesehen. Das heißt, jetzt müssen wir von Tabitha mehr erfahren. Im Hauptsitz ist ja der Sanitätskorps. Der Sanitätsrups einquartiert. Glaub ich. Hauptsitz? Oder? Ja, doch. Na, ja, wir gehen mal rein. Wir gehen mal rein. Wieso wollte sie denn dann ein Zubat, wenn sie nicht mehr weiß, dass es kein Auge hat? Na, sie wollte es ja danach, nach der Aussage. Oder nachdem wir ihr erzählt haben. Yo, übrigens. Kann dir. Also. Es kann dir helfen. Oder nimm noch eins. Sie meint ja, es hat irgendeine geheime Technik. Weiß nicht, geben wir ihr, findet sie heraus und dann ist gut. Oh, Tao Hua. Ich hab auch für irgendwas wichtig. Hat dich Teile. Taizo mich geschickt? Ja, Taizo hat mich geschickt. Im Laden habe ich nichts zu verkaufen. Los, verschwinde wieder. Ach, der war das. Genau, wir sollen ihm Reis bringen. Munterreis. Richtig, der war irgendein Händler. Ein Großhändler. Das war das. Hm. Ja gut, kommt später. Nee, aber ich finde, Anfreunden ist immer gut. Aha! Aha, was sehe ich hier? Hier wird schon wieder gespielt, Takeo. Hast du es? Lernst du es denn nicht? Nee, aber wer weiß. Ich meine, wir sind in der Phase, die Leute haben mehr Angst vor Pokémon als alles andere. Wenn die Leute die cool und aufregend finden, ja, why not, ne? Nebenmission. Ein Pantimos in der Hintergasse. Oh, nee. Okay, das ist nicht cool. Pantimos ist schon so creepy, Alter. Nee, genau. Aber wir leben in einer Zeit, ne, die Leute haben mehr Angst als alles andere vor Pokémon und, nachdem er quasi erfahren hat, oder nachdem sie erfahren hat, dass es eine Geheimtechnik gibt, wie es, eine Echolocation. Ja, ist sie der Meinung, könnte ihr wohl irgendwie helfen. Es ist kommt bestimmt noch. Folgeauftrag kommt bestimmt noch. Das sehe ich schon kommen. So, ist ziemlich leer hier und jetzt suche ich gerade den Sanitätstrupp. Damit wir mehr von dieser Blume erfahren, die wir sammeln sollen. Denn ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte. Nein! Der war nicht hier. Egal. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte nämlich, dass wir die Blumen schon haben. Ursa Luna, sagst du. Also können auch Pokémon, die keine Könige oder Königin sind, in Rage geraten. Von Diamant und Perle habe ich zwar noch nichts gehört, aber das heißt nicht, dass wir unterirdisch bleiben dürfen. Hinatsu, ich möchte vielmals danken, dass du uns über Ursalunas Zustand informiert hast. Unser Anführer ist beschäftigter, als er aussieht, und die Wächterin von Ursaluna hat mich eiskalt abgewiesen. Ihr von der Galaktik-Expedition seid doch die einzigen, an die ich mich noch wenden kann. Die Wächterin von Ursaluna ist Yugao vom Perl-Clan, nicht wahr?
Von allen Wächtern und Wächterinnen ist sie die Starkköpfigste. Ich meine, sie legt großen Wert auf alte Gepflogenheiten. Und die Maske bleibt. Deine neue Mission für dich, Syphax. Mach dich auf zum roten Sumpfland und untersuche, was mit Ursaluna geschehen ist. Du darfst auch offensiven Druck ausüben, wenn die Situation es erfordert. Good to know. Okay, das haben wir jetzt quasi unsere nächste Hauptquest erzählt bekommen. Nächstes solltest du das rote Sumpfland erkunden. Ja. Wo wir interessanterweise schon eine Quest für bekommen hatten, noch bevor wir davon erfahren haben. Ne, dass es da Hippos gibt. Die kleinen süßen Sandhippos. So. Gut. Aber wo war jetzt der Sanitäts... Hier war das. Ja, Mai. Ine. Sam. Ja, und wir rennen hier kreuz der Quere. Freya. Ja, warte mal. Wir sollen doch von Tabitha mehr erfahren. Wo genau chillt die denn? Wenn ich hier... im HQ. Ach, da mitten in der Stadt. Ja, das Sanitätstrupp, der ist... Ja, gut, okay. Hätte ich jetzt wohl nicht gedacht. Na ja, gut. Und jetzt sehen wir, es ist halt wirklich nicht Not, in die Häuser reinzugehen und die Leute zu bequatschen. Ihre Quests sind dann an Bord. Wenn es soweit ist. Genau, die Medizin. Nach 3 Blättern ausschalten. Ist in Wirklichkeit ein Pokémon, das man im roten Sumpfland an... Mirapla! 3 Blätter? Ich glaube, Mirapla braucht sie. Mirapla. Pokémon mit 3 Blättern. Ein anderes fällt mir jetzt nicht ein. Oh, da ist ja sogar ein Carpador oben drauf. Und ein Smogon. Cool. Auch interessant, ne? Das Smogon ist ja Gala, die Variante. Gibt die Offensivkraft eines Pokémons im Kampf stark an. Die Wirkung endet nach Austausch des Pokémons. So, ich dachte, das wäre so ein permanenter Buff. Schade. Erhöht den Level um 1. Geringe Menge an Erfahrungspunkten. Alrighty, Tidy. Dann schauen wir jetzt wieder zum 1000. Mal auf die Nebenmission. Sortieren das nochmal. Und sehen ein großes Bamelin. Wie gesagt, Bamelin weiterfangen. Zur Purze vollständig machen. Haben wir schon. Moment, das können wir abgeben. Was ist denn das? Die war draußen, richtig. Wir vergessen, seht ihr? So viel Input hier, so viel Mission, so viel Shishi. Oh, und da steht Dorn. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, die will einen Kampf haben. Ich glaube, die ist so ein bisschen unsere Rivalin. Und ich meine, den Kampf kann sie haben, aber... wenn, dann kriegt sie von uns richtig auf die Fresse. So was, wir nehmen dich natürlich mit unseren MVP, unsere Trumpfkarte. More or less. Ja doch, more or less. Denn, ich glaube, ich hatte in irgendeinem Pokémon mal so eine Nummer, wo ich dann fangen gegangen bin. Hä? Willst du? Hast du Bock? Hast du Bock mit mir? Oh, Syphax, du kommst wie gerufen. Das Schicksal wollte, dass wir miteinander kämpfen. Call that shit. Okay, wir könnten sagen, die Mission hat Vorrang, aber nein, wir machen dich rund, wir wollen die Kohle. Und du brauchst ja die Kampferfahrung. Ich versuche sie wieder so hart Platz zu machen, wie es nur geht, okay? So wie beim ersten Mal. Oh shit, Patimimi. Was soll ich denn tun? Level 19, okay, never mind. Sie hat auch ein bisschen zugelegt. Ja, Zauberblatt Go, Alter. Ja, schade, wa? Pikachu. Okay, wir durften nicht mal unser Pokémon tauschen. Oh, und sie hat sofort Prio. Hey, Mädel. Und Donnerwelle, was? Okay, das raff ich nicht, wieso sie jetzt hier... Okay. Bitch, dann gibt's jetzt richtig auf die Fresse.
Finde ich unfair, okay? Du kannst dich ein Pokémon reinschicken, Ruckzuckieb und Donnerwelle machen. Wo kommen wir denn da hin? Da versinken wir ja in Anarchie regelrecht. Ja, besser aber nicht gut genug, ja. Weil jetzt triffst du auf Geowatz. Und jetzt ist vorbei für dich, nämlich. Jetzt ist nämlich richtig vorbei. Wir machen eine Power-Lehm-Schelle. Aber not bad. Der Pikachu, ne? Die Nummer mit Pikachu, bisschen fies, aber ansonsten. Verdient. Verdient hast du das. Oh je, jetzt ist Pikachu sicher sauer auf mich. Understandable. Nimm diesen Kampf, nimm diese Anleitung. Schleichsprays. Eine Pfobeere und drei Schutzblumen. Oh, da wird die Verzerrung des Raums sein. Hast du schon davon gehört? In letzter Zeit an verschiedenen Orten auftreten. In diesen Verzerrungen gibt es tolle Items zu finden, aber auch viele starke Pokémon. Gehen wir zur Sumpflandbasis? Ja, einen Scheiß werde ich machen. Warte mal, du hast von Verzerrungen erzählt. Ich könnte jetzt hier hinreisen. Schau mal rein, der erste Teaser. Oh, hier liegen verlorene Items. Dazu. Ne, denk dran, das sind Items von anderen Spielern. Good to know. Nee, aber machen wir noch nicht. Haben wir hier was? Hier haben wir auch was. Von Fumiko. Da setzen wir mal einen Marker hin. Nö, wir wollen aber hier hin schon. Wait. Hier hin will ich. Ausland. Nee, ein neues Gebiet. Nee. Ich will noch ein bisschen hier. Einfach weil das gefühlt sonst so overwhelming irgendwann mit den Vorschauen. Wisst ihr, wie ich meine? Und mit den Quests. Wir sind im ersten Gebiet und haben knapp 30 Quests, Alter. Die Items snackst du dir oder kriegt der... Nee, der Spieler kriegt die wieder und ich krieg eine Belohnung. Ich krieg einen Teil der Items wohl und ich krieg eine Currency und mit der Currency kann ich wertvolle Entwicklungs-Items kaufen. Also Win-Win eigentlich. Der Spieler kriegt einen Teil seines Scheiß zurück, den großen Teil. Wir kriegen einen Teil seines verlorenen Loots und eine Currency, mit der wir wichtige Punkte kaufen können. Wir kriegen Punkte, Currency, mit der wir wichtige Items kaufen können. Win-Win für alle, würde ich sagen. Ist ein cooles System. So. Ja, muss ich sagen. Ich habe meine Belohnung redlich verdient. Ja, danke. Danke dafür. So. Seltenes Ponita gesichtet. Ist der hier draußen, der du? Wie, der ist in der Stadt. Boah, leck mich. Nee, ich gehe nicht zurück. Nee, wir wollen jetzt ein bisschen adventuren. Wir haben genug gequatscht. Munterreis müssten wir finden. Das ist in dem neuen. Sammle die Geisterlichter. Oh, warte mal, was ist denn, wenn wir das anwählen? Sehen wir die denn auf der Karte? Ja, hell no. Wäre auch zu leicht. Ja, weil, ne, da bin ich immer noch ein bisschen erstaunt drüber. 107 Geisterseelen. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Okay, das war ein bisschen hart, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist 107 Dinger für ein Pokémon und dann Arsch voll Items. Ja, gut. Fange das rote Irrlicht nachts in der Windpassage. Nachts in der Passage. Ich glaube, die Quest machen wir mal. Hier Windpassage. Es ist auch, glaube ich, Sonnenuntergang, ja. Wir heilen nochmal. Ne, unsere Pokémon sind geheilt. Wir swappen nochmal kurz, damit wir nicht die Pokémon, die sowieso schon ein hohes Level haben, weiter trainieren. So, dann gehen wir bei Nacht in die Windpassage. So, Items nehmen wir auch mal ab. Und werden das verlorene Item beschaffen. So, hier, wir können Bellecraft. Dass wir einfach Machine Gun-mäßig noch mehr fangen können. Pokémon in den Wahnsinn. Ja, denn ne, alle Pokémon fangen, das ist unser Ziel. Wanna be the very best, like no one ever was. Oh, jetzt können wir hier. Okay, auch knapp. Leber. Nee, brauchen wir nicht. Nehmen wir ja nicht mal mit. Oh, warte mal, wir können aber mal gucken. Superball. 47, weil wir so viel Shit haben. Okay, wollen wir aber nicht. Wir machen ein paar Pokébälle, wir machen 11.
Weil, ne, jetzt haben wir schon ein paar. Wenn wir dann im neuen Gebiet sind, wer weiß, wie schnell wir Hyperbälle bekommen. Wir fangen ganz heimlich still und leise natürlich ein paar Bidis. Oh, und wir reiten erstmal. Wir reiten erstmal. Outfit ist nett. Ja, oder? Das ist ein süßes Outfit, was ich jetzt hier im Rot. Das ist hier Fukano-Outfit. Ich weiß gar nicht, warum ich das habe, ehrlich gesagt. War das auch so ein Frühkäuferbonus? So wie die Maske? Glaube ja. Warte mal, ich habe mir hier irgendwo. Oder Fortschritt, das kann sein. Genau, hier habe ich mir markiert, ne? Schon sinnvoll Karten-Features benutzt. Hier einen Spot markiert. Alle vier, ne? Auch für dich wichtig. Drei Bäume nebeneinander mit Aprikokos. Oh, und man kann Pokémon swappen für schnelleres Abbauen, ne? Das ist auch wichtig. Auch immer dran denken, Leute. Hat jemand was zu sagen? Also nichts Wichtiges. Wie, das denken wir auch? So, jetzt müssen wir ausschalten nach irgendwelchen Phänomenen. Oh ne, und wir müssen uns beeilen. Wir müssen ja bei Nacht da drüben hin. So. Zur Not, ja, stimmt, zur Not könnte ich auch noch schlafen. Los. Ja, aber ich sag mal, wenn schon Nacht ist, ne, nehmen wir mit. So, Skyrim Horse Physics. So, schön drauf achten. Shiny, ne? Könnte ja sein, dass es hier rum. Oh, warte mal, hier den Brocken nehmen wir. Sonst. Shiny Enton, Alter, Shiny Drifflon, alle Fiene, Shiny Drifflon. Na, was bietest du mir dafür? Biete dir. Ah ja, okay. Muss ich mal gucken. Schauen wir. Ein Panflamm, ja lol. Ich meine, das ist jetzt nicht mein Lied. Also, ich fange es, ich werde es nicht benutzen, aber es ist an sich not bad für die. Ja, nice, hallo. Mach mal Hypnose. Mein least favorite von Generation 4 Starter. Ja, generell halt gut, es ist halt Wukong. Kennt man. Aber für die Sammlung? Not bad. Und wir haben erstmal ein Feuer-Pokémon, bis wir das neue Fukano natürlich fangen. Ganz klar. Schwerball. Ganz ehrlich. Let's go. Drin, der ist drin, der Kollege. So, Panflam gefangen. All damn Level Ups. Zeigt Tamera das Panflam. Mal geschmeidig, du. Erstmal. Ah, ne, okay, der rennt sowieso. Oh, Holz. Holz ist wichtig. Alter, da hinten in der Ferne sehen wir die Flamme. Okay, Render Distance bei der Flamme ist schon mal. Bei Nacht besser? Macht ja Sinn. Konfusion. And it's dead. Nee, komm, Kleinstein. Kleinstein, mach mal jetzt nicht diesen. Oh, da ist ein Gerock. Wahrscheinlich drunter. Nein, ich. Scheuert oder was? Amarena-Beere, go! Was zur Hölle? Das war nicht, das war unintended. Shiny Zubat wäre nice. Ah, oh, ein aufgeschrittenes Kleinstein. Oh, und Zubat will kämpfen. Okay. Heißt, Simsalam muss jetzt hier das Ganze schnell übernehmen. Ah, oh, nicht Hypnose. Scheiße.
Er macht diesen. Warte mal, Teleport. Da fällt mir ein, wir haben Teleport noch nie ausprobiert. Was macht das jetzt eigentlich? Weil schnell reisen kannst du ja immer. Eigentlich. Oder ist es für, wenn du Agro hast, dass du trotzdem rauskommst? Das könnte sein. In diesem Gebiet befinden sich 16 Geisterlichter. Holy shit. Das sind Drifflon? Nee, das ist eine Blume. Das ist ein Drifflon. Sieht fast aus wie Drifflon. Alephina sagt aufgeschert. Alephina, hast du wieder ein Shiny? Alephina, wieder ein Shiny, ihr drittes. Was zur Hölle? Nee? Also? Alephina will mich nicht spoilern. Alephina will mich nicht spoilern. Nee, ich glaube doch kein Shiny. Es klang nach Shiny. Ja, wie jetzt ja? Alephina, du verwirrst mich und den Chat. Oh, da oben leuchtet. Alephina ist auch verwirrt. Okay, understandable. Oben der Stein leuchtet. Was hat es damit auf sich? Ein Funkelstein. Ist das... Kann da ein Feuerstein drin sein? Nein, nicht ein Bär. Bin ich behindert? Warte mal. Ah ne, Sternstaub war drin. Okay, deswegen. Alephina, du spannst uns jetzt hier auf die Folter. Müsste man eigentlich aufzeichnen, dann all die Fails. 100 Bären, die einfach wasted wurden. Sie sagt also. Sage mal so. Also es ist ein Shiny. Ist durch eine Quest. Ah, okay. Ja, okay. Das heißt, wir kriegen das auch. Glaubst du, ich habe sie auch angenommen. Okay, das ist natürlich ein Träumchen, ja. Zubat oder Drifflon Shiny hätte ich gerne. Frage ist, ob man es behält. Na, man beendet die Quest nicht und geht einfach. Alephina, was ist denn das? Also wirklich. Ja, dein Shiny. Hm. Oh, da oben kann man auch hin. Warte mal. Nee, Moment. Der Sprung muss geplant sein, sonst ertrinken wir elendig. Nein! Wir trinken elendig, kann es sein. Ach, Scheiße. Unschön. Ja, dann renne ich halt außen rum. Auch mit Planung. Das war vielleicht... Es war anders geplant. Der geht nur manchmal. Ja, ich glaube, das ist so eine Nummer, da hast du wirklich so Arschhaares Breite. Und wenn man halt wack ist, so wie ich es manchmal bin, manchmal... Man muss sich seine Fehler auch eingestehen. Dann, ja, was soll man sagen? Dann wird es halt nichts. Sag mal. Damirplex-Entwicklung, go! Oh, wait, man hätte ja von der anderen Seite hochgucken. Das ist noch so eine Geisterseele gewesen. Da hinten funkelt wieder was. Ich mag funkelt. Doch schöner wäre ein Shiny, ne? Weil funkeln. Ich weiß. Ja, ich weiß, die Spur. Vielleicht ist ein Feuerstein drin, sagt Alephina. Nee, es ist Sternstopp drin. Es ist literally Cash. Straight up Cash. Ich meine, es ist auch gut, aber... Okay, wie zum Ficken wir jetzt da hoch? Oh, hier, ja. Damir Plex, go! Nein, das heißt Damir Höhe irgendwas. Dam Höhe irgendwas. Oh, warte mal, da drüben vielleicht. Ja? Ja? Jawoll! Wir sind Pros, Alter. Wir sind richtige Pros. Richtig gut. Richtig gut. Überlege ich, ob wir nochmal versuchen, unsere Laxo zu snacken, Alter. Ah, Chat, was denkt ihr? Wir speichern, Mama. Nee, warte mal, hier wollten wir bleiben.
Aber Alephine sagt, die Quest haben wir vielleicht auch. Das macht mir jetzt schon ein bisschen fickrig, ne? Not gonna lie. Ist eine Nebenquest, ja. Rotes Sumpfland. Ah, oh, Überwelle. Ah, oh, Leute, sag ich. Wird schon ein bisschen durch heute. Ah, oh, deswegen entschuldige ich, wenn ich es manchmal nicht so ganz beisammen habe. Behindert bin ich eigentlich. Jetzt mal ehrlich. Antwort ja. Okay, wir müssen das smart machen. Wir müssen das sehr smart machen. So hat Relaxo Bock ist die Frage. Friss die scheiß Beere! Friss diese Kackbeere, du Hund! No! Okay, er ist contemplating about life. Love it. Mach ich auch. Oh, komm schon. Andere Pokémon, die ich triggern kann. Meine Fresse, ist das hier un... Dieses Relaxo, ey, wirklich. So eine Maronbeere, Bruder? Hier, guck mal. Maronbeere fühlt er aber. Maronbeere fühlt er. Zack! Ja, weil er Erholung einsetzt, sagt Alephine, und dann nicht die Beere wieder aufwacht, ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Ja, stimmt, so eine Wachmacherbeere, das ist einfach basically Energy in Beerenform, oder? Schmeckt bestimmt wie was? Wie dein Energy Drink, ja. Gibt's bestimmt auch in verschiedenen Flavors. Na gut. Ja, Relaxo ist einfach eine Nummer zu fett, ey. Not gonna lie, so. Ich meine, was soll ich euch sagen? Ihr habt es ja selber gesehen, ne? Oh, da oben ist wieder diese Blume, diese Special Blume, die wir uns schon mal gesnackt haben. Der Finn sagt gerade, ich hätte auch einen Ball da hochschmeißen können, dass ein Pokémon das abbaut. Das ist natürlich auch smart, ja. Das ist natürlich auch smart. So, wir werden jetzt... Alter, das ist ein blauer Stein. Aber das schaffe ich nicht darüber, ne? Nee, ist viel zu weit. So, Fundsache. Geben wir mal ab. 60 Dankbarkeitspunkt. Und jetzt würde ich mal wissen, Attacken. Teleport. Hat man beim Einsatz ein weiteres Pokémon bei sich, wird der Anwender ausgewechselt. Setzt wilde Pokémon die Attacke ein, ergreifen sie die Flucht. Okay, warte mal, also. Ach, das ist nur Swappen. Oh, Psychoklinge hat er. Okay, ja. Machen wir anstelle von... Nee, eigentlich brauchen wir das nicht, ne. Mount springen, in der Luft Ball werfen, dann vielleicht drankommen. Und dann ertrinken. Der Plan gefällt mir. Warte mal. Geht das überhaupt? Warte mal. Moment. Nee, man kann... Ah, nee. Nee, nee, nee. Aber so generell sowas. Mir gefällt die Art und Weise, wie du denkst. Das ist Suicide Mission. Love it. Ja, wenn nicht so, wie dann, ne? Alles andere wäre langweilig. So, no joke. Ja, und hier sieht man so den einen Abfuck mit dem Wasser. Ist texturentechnisch ist... Man kann Wasser auch schöner machen und nicht so repetitiv. Naja, gut. Ein Georock. Okay, nehmen wir mit.
26. Oh boy. Imzala, you got this, bro. I believe in you. Ja. Er wäre so gefickt gewesen. Nee, wir wollen dich nicht. Wir wollen dich nicht. Geh bitte. Alter. Worauf fick ich das Vieh? Ja, moin. Shiny Abra wäre noch nice. Weil hier. Oh, Simsala als Boss der Ebene. Ja, moin. Du bist ein 40er. Du rasierst mich gegen den Strich, Alter. Nee, Mann, ich geh lieber. Nee, das ist mir zu bunt, Alter. Nee. Das ist mir zu wild. Okay. Stimmt, Soras könnte tanken, weil Soras ein Käfer-Pokémon ist. Soras hatten wir jetzt nur leider nicht dabei, aber generell hast du recht, Soras könnte. Ist halt nur schwierig, weil, also tanken in Anführungszeichen, du könntest halt mehr Hits überleben als die anderen Pokémon. Ja, aber, weil Soras uns noch nicht so gehorcht, würdest du halt trotzdem, also du... Ich könnte dich benutzen, um dann wenigstens 3 Pokébälle oder so rauszubekommen. Aber mehr dann leider auch nicht so, muss ich mal jetzt sagen, ganz dreist. Leider noch nicht. Aber ey, die Boss-Pokémon, die snacken wir uns alle noch. Ist alles kein Thema. Oder später. Faszinierend. So, 7 Einträge, 2300 Punkte. Brah. Dann ist oft. Und dann würde ich das jetzt mal wie folgt machen, ihr Lieben. Wir machen mal ein kleines Häuschen. Also ganz, ganz klein. Ich muss. Warte mal, wir checken mal noch ganz kurz. Questtechnik. Achso, das rote Irrlicht, genau. Genau, ganz kurz ins Bad. Und die Brille wollte ich noch putzen. Ein Fleck drauf. Brillenträger werden Pain kennen. Ich bin gleich wieder. Wir machen mal kurz Werbung. Weil ich glaube, ich das euch ausgewählt habe. Also, einfach nur, ne? Hilft mir ja, muss ich ja mal sagen, an der Stelle so. Kanaleinstellung. Setting. Nur einen Moment, Moderation. Affiliate. Und hier war das. Werbungsmanager, nee, jetzt hier irgendwie, nee, das ist doof. Aber konnte man das nicht? Werbefreie Wiedergabe für... Wie macht man? Na, wir machen einfach mal, ihr könnt mir dann sagen, ob was kam oder nicht. Ich bin gleich wieder da, ja?
So, da bin ich wieder, ihr Lieben. Gehen wir mal die Quest ab mit dem roten, ominösen Licht, was sie gesehen hat. Also man sieht aber, Quests machen lohnt sich ja immens, wenn da neue Pokémon dazukommen, die man vorher noch nicht hatte. Wenn sich's bei Nacht sieht, sag mal, willst du mich eigentlich verarschen, Mädel? Okay, ja, sie ist so dreist. Sie will so. Du willst es so, du kriegst es so. So sieht's nämlich aus. Bis in die Nacht. Wer Nacht sehen will, kriegst du das bei Nacht. So, Mäuschen, jetzt aber. Und? Hast du das rote Irrlicht gefangen? Zeig es mir. There you go, bedrohlich böses rotes Irrlicht. Ein Äffchen. Das ist es, das ist das rote Irrlicht. Irgendwie enttäuschend. Ah, ist das ein Irrlicht? Can't believe it. Hilf mir, Tamera. Oh, he knows. Pee-Bonbon. Wieder jemanden happy gemacht. Naja. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Wackelt das Ding nicht irgendwann ab? Ach, guckt mal hier. Hallöchen. Solange es so bleibt, hat immer noch drüber erledigt. Ah, erschreckt mich doch nicht so. Was hast du denn? Schon gut, keine Sorge. Aber wenn du das von mir willst, komm bitte später wieder. Kann ich nicht jetzt was von dir wollen? Vielleicht kann der Forschungsdruck der Sache auf den Grund gehen. Weißt du, nachts spüre ich, dass sich etwas in meinem Haus befindet. Ich höre dieses seltsame Knistern und weiß nicht, woher es kommt. Manchmal finde ich auch verbrannte Beeren und hin und wieder ertönt so ein Rattern. Klingt doch nach einer Aufgabe. Bitte untersuche das Haus. Ja, geil! Bei Nacht das Haus. Let's go, Alter. Brauchst du dich? Ja, klar. Bin ich dran? Ja, irgendein cooles Geister-Pokémon. Ich mag Geister-Pokémon. Ich hätte gerne eines im Team. Vielleicht ist es ein Lichtel. Alephine hat auch gedacht, das ist ein Lichtel. Aber das bedeutet, das scheint kein Lichtel zu sein. Oh, ich bin gespannt. Ein Geräusch in Richtung des Eingangs. Beleuchtet bei Nacht. Und unter dem Tuch. Tuch anheben. Mr. Knister. Ein Funken. Alter, ich werde getrollt. Schrank? Nee. Ach, hinter dieser komischen Trennwand. Es ist ein Pichu. Meine Enttäuschung ist nicht in Worte zu fassen. Ah, hallo, vielen Dank auch gerade. Hat auch gedacht, es wäre oder gehofft, es wäre irgendwas Nices. Es ist cute, aber es ist fucking useless, Alter. No joke. Hast du bisher überhaupt dein Geist-Pokémon gefunden? Ah, Drifloon. Drifloon ist ein Geist-Pokémon. Und ich dachte, es wäre was Schreckliches. Ja, jetzt hast du ein Pichu. Hier, nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Nanabeere. Ja, wir helfen, wo wir können. Es ist natürlich, ist ja, ne? Welches auch Geist mich ist. Okay, fair enough. Ah, nö. Bisher noch nicht. Aber gibt es so coole? Ich mag Gengar. Wirfinst. Wirrlicht. Was findest du geil, Alephine? Zobiris. Ja, Zobiris ist cool.
Giratina. Darkrai. Was ich hoffentlich kriege. Wahrscheinlich nicht. Seltenes Ponita gesichtet. Das ist die Shiny-Aufgabe. Oder? Bei seltenes Ponita, Shiny Ponita. Und Shiny Ponita sieht cool aus. Nee, Shiny Galoppa sieht vor allem geil aus. Nee, beide sehen geil aus. Entschuldigung. Red ich da. Alephine sagt, Ponita sieht geiler aus. Ey, sie hat doch ihr Zubehört. Weiß ich nicht, Alephine. Weiß ich nicht. Ja, na. Also, ihr müsst wissen, Shiny Ponita hat blaues Feuer, aber Shiny Galoppa hat so silbergraues Feuer. Ja. Auf den Hufeisenwiesen, das seltene Ponita. Kann ich hier nicht hinreisen? Ah, nee, ich muss erst. Hä? Geh doch hin. Nee, geht nicht. Ach, wechsel es immer wieder. Ich muss jetzt zum Gate reisen. Mache Fotos mit der Pokémon, da scheint irgendeine Quest. Ah, nee. Aber wir gucken nochmal, bevor wir da rausgehen. Oh, nee, erfahre mehr über das... Über Pantimos. Ey, Pantimos ist auch so creepy, Alter. Der sieht so menschlich, aber so... Ah. Pantimimi habe ich auch schon, ja. Nee, aber... Der Typ meint, was von wegen nachts bei ihm am Fenster ist ein Pantimos, was komische Grimassen schneidet. Nein. Ja, Alephine sagt auch nein, wie creepy ist das denn? Es ist der Horrorclown, es ist der Vergewaltiger pur, Alter. Es ist so creepy. Ich habe auch nie verstanden, wieso Ashs Mutter ein fucking Pantimos im Haus hat. Ich würde Geld dafür geben, dass ich nicht so ein Kackvieh im Haus habe. Das ist so eine Nummer, eigentlich musst du so ein Pantimos enthaupten. Ja, sorry, es wird jetzt duster. Eigentlich musst du so ein Pantimos enthaupten und dann auf den Stock aufspießen und vor dein Haus aufstellen, damit andere Pantimos nicht auf die Idee kommen, man könnte ja hier Schabernack treiben. Da ist es nur. Siehst du? Siehst du? Look at him. Look at him go. Du weißt, was zu tun ist. Bro, ich weiß so hart, was zu tun ist. Bin da raus, was es macht. Oh. Es macht Unsichtbare. Oh mein Gott. Oh lol. Ja, es kann so Lichtbarrieren machen. Man sieht sie halt nicht, aber sie sind da. Schabernack treibendes Ding, du. Pokéball, go! Nee, geht nicht. Okay. Bruh. Es ist in diese Richtung geflohen. Es hat ganz bestimmt Dreck am Stecken, Alter. Es hat safe Dreck am Stecken. Change my mind. Joke, you cannot. Lass es einfach. In der Realität früher hätte es bestimmt so... Ja klar, Alter. Forst Dorf, ey, wirklich. Enthauptete Pantimos. Komm bloß nicht näher. Ja, nähere nicht. Oh, muss ich jetzt einmal komplett um das scheiß Dings außen rum? Nee. Mich verarschen oder was? Ja, Alephine, fühle ich. Weil ich manchmal weiß mit diesem Poop-Throwing-Emote, ich würde meine Poop nicht schmeißen. Das ist doch Poop, oder? Da ist ein Tisch! Lol, ich dachte immer, das wäre so stilisierte Poop. Ich musste da immer an Mr. Hanky denken aus South Park. Der Weihnachtscode. Weiß ich nicht. Haltet den mal daneben, okay? Das sieht im kleinen Screen so aus. Oh, sorry dafür. Wenn jetzt muss ich die unsichtbare Wände echt traversen oder was? Sag mal. Alter, dein Kopf landet auf einem Spieß. No joke, Alter. Werf den Ball, echt. Bringt leider nichts. Man muss es ansprechen. Es geht schon wieder. Ja, 3 ist die magische Zahl, ne? Unsichtbare Wände. Mysteriöse Kräfte. Digga, das macht Lichtbarriere. Achso, sorry, erste Generation Pokémon, quasi. Naja. Ey, dieses, wie vor allen Dingen, kennt ihr die Gala-Version? Kennt ihr die Gala-Version von diesem Kackvieh? Wenn man denkt, es geht nicht mehr schlimmer, wir nehmen diesen Moment
in uns auf. Wartet kurz. Wartet kurz. Wirklich. Ey, wenn ihr denkt, es geht nicht schlimmer, ne? Wartet. Machen wir einfach Bilder mit. Moment. Wir nehmen uns den Moment. Okay, Browser, nee. Fensteraufnahme. So, zack. Da seht ihr das. Das ist einfach das Gala-Pantimos, okay? Das ist ein neues Pantimos. Dachten sich ja, lol, Pantimos ist noch nicht schlimm genug. Und dann hat's diese Entwicklung bekommen. Wo ich mich echt nur frage, wer hat euch denn ins Hirn geschissen? Alter Vater, das ist... also... Look at this fucking piece of something. Und das hier ist... Weiß ich nicht, das ist noch schlimmer als der, finde ich. Noch schlimmer. Abartig, einfach nur abartig. Gentlemen, wieso nicht? Nee. Das ist einfach so hässlich. Vor allen Dingen tanzt der so die ganze Zeit auf der Stelle und klackert so mit den Schuhen, Alter. Oh Gott. Ah, Gott, okay. Genug gerantet. Sorry dafür. Abartig, richtig abartig. Nähere dich Pantimos, um herauszufinden, was zum Fick mit ihm los ist. Du mieses Vieh, du. Und schon wieder ist es... Alter, schon wieder? Machen wir keinen Scheiß jetzt hier. Schlag ihm ins Gesicht. Ich komme nicht weiter. Hier ist irgendetwas, das ich nicht sehen kann. Was ist das denn, Pantimos? Du scheinst irgendwie aufgebracht zu sein. Was? Kennst du dieses Mistvieh? Es ist artig und bewacht das Tor, deswegen lass ihn frei. Ach so, lol. Ja gut. Jetzt mache ich mir keine Sorgen mehr. Nur das Gast. Pantim. Widerlich, sage ich da nur widerlich. Jetzt noch das seltene Ponita. Und ich glaube, dann wären wir soweit. Dann wären wir soweit in ein neues Gebiet. Wir gucken nochmal, aber ich glaube, dann wären wir soweit in ein neues Gebiet zu gehen. Wir haben basically alles eigentlich gemacht erstmal. So, die Aprikokus nehmen wir mit, ne? Denkt immer dran, wir müssen ja die Bälle... zusammenbasteln. Gehen wir irgendwo mad shiny Driftlon. Oh, aber hier sind so viele gerade unterwegs. Das ist nice. Damit wir shiny Driftlon finden, ne? Alle Fiene. Was machen wir da nur? Alle Fiene weint dann. Ja, aber bisher nicht. Alles entspannt noch. Eine Vitalknospe zum Mitnehmen, bitte. So, und jetzt gucken wir mal. Shiny Ponita. Oh mein Gott. Ein Evil großes Pantimimi. Oh, ein Evil Pantimimi. Evoli.
Ich habe bisher noch kein Evoli gefangen. Ich kann alle Fiene zeigen, wo ich auf der Karte bin. Hufeisenwiesen bin ich gerade. Evovoi, meins. Du Kackvieh! Schon wieder. Beim ersten Mal auch. Der bleibt jetzt drin hier. Ich. Ja, fuchsig du. Ja, richtig fuchsig. Shiny. Oh, der Effekt ist ja krass von Shinies. Okay. Das ist nicht zu verfehlen, ja. Zack, Superball. Nice. Shiny Ponita. Evil Galoppa. Das hat alle Fiene gerade gemacht. Oh boy. War das nicht auch Level 40? Damn, girl. So, wir gehen jetzt also zurück, geben die Quest ab. Dann haben wir ja alle eigentlich gemacht in dem Dorf. Und dann können wir, wie gesagt, ziemlich weitergehen erstmal. Ja, und ich glaube, bei Nacht, alle Fiene, bei Nacht einfach durch die Gegend galoppieren, ist wahrscheinlich das Beste, um Shiny Drifflon zu kriegen. Weil die scheinen überall zu spawnen. Dann. Neu startet. Ja, wenn sie aus der Render Distance raus sind, ja. Wir wollen ins Dorf zurück. Und da waren wir fleißig. Da waren wir sehr, sehr fleißig. Also wirklich Nebenquests abgefarmt, als gäbe es keinen Morgen mehr. So. Wie lang? Ja, wir kommen. Ja, dann überlege ich gerade. Na, erstmal hier. Oder so, durch den weiß man erstmal, okay, Pokémon in verschiedenen Farben. Es gibt Shinies. Und wir dürfen es behalten. Offensichtlich. Also. Oh, wir gucken ganz kurz bei der Dame wegen neuen Attacken. Items tauschen. Achso, nee. Attacken beibringen. Gucken wir mal, ob Simsala jetzt irgendwas Krasses lernen kann. Spukball. Ja, Mann. Eine gute Geisterattacke, weil ich nicht weiß, wann wir einen Geisterpokémon kriegen. Aber für zwei Scheine, ich sehe schon, wie beim nächsten Gebiet. Eine. Wie gut war Simsala? So speziell für eine Spezialverteidigung, ja. Nee, ist schon machbar. Entschuldigt bitte. Nee, dann würde ich sagen. Wie spät haben wir es jetzt? Wir haben es jetzt 13.17 Uhr. Ja, alle Fiene wollen wir jetzt vielleicht ein bisschen was einkaufen gehen. Kurzes Päuschen machen, was einkaufen, was zu essen machen und dann später weitermachen. Joa, sagt sie. Ja, weil wir waren halt noch nicht einkaufen. Ja, heute ist Samstag, genau. Und dann würde ich danach das neue Gebiet einfach in Angriff nehmen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Ja, machen wir so, ihr Lieben. Ich lege meine letzten Items hier ab.
wappen mich so ein bisschen für ein neues Gebiet. Wir haben ja Pokebälle. Gehen mal rüber in die Lagerkiste. Tieren diese Mal. Warte mal, Schutz müssen wir mitnehmen, falls wir was Seltenes finden. Ein paar Tränke für unterwegs. Beleber in die Tasche, weil wir nicht wissen, was uns alles erwartet. Ansonsten, wir haben Pokebälle, diverse. Wir haben Beeren. Recht eigentlich. Oh, recht. Nö, das reicht, das reicht. Wir speichern. Wir speichern hier. Zack. Dann bedanke ich mich erstmal. Ich würde den Stream ausmachen. Muss jetzt hier nicht irgendwie. Ich weiß nicht, wie lange wir Pause machen. 2-3 Stündchen. Ach, ich bin auf dem späten Nachmittag wahrscheinlich wieder am Start. So, einkaufen, sowas kochen, essen, machen, tun. Ihr Lieben, ich bedanke mich, dass ihr da gewesen seid. Und wenn ihr Bock habt, ne, später geht's wie gesagt weiter. Was war das hier? So, zack. Und bis dahin, ja? Tschüssi!